Ich bin wieder hier. So, weiter geht's mit Gran Turismo 7 und unserem buckligen GT World Cup war das, glaube ich. Ne? Genau. Und das wird jetzt natürlich hier weitergehen. Ne? Logisch. Die Rennwiederholung breche ich mal ab. Dann habe ich ja nur so als Pausenfüller im kleinen Bild mal laufen lassen hier für euch noch. Ja, genau. Es geht fleißig weiter. Im Übrigen, ich will es ja nicht beschreien, mal auf Holz klopfen hier. So. Die ADAC-60 ist nicht mehr ausgefallen im Moment. Heißt, wir haben nicht nur Bild die ganze Zeit, sondern sogar Ton vom Spiel. Jawohl. Und das, also wenn das jetzt so durchhält, dann weiß ich auf jeden Fall, woran es dann auch tatsächlich liegt. Da muss ich dann gegebenenfalls mal mir was überlegen, wo ich dann das Discord hinpacke. Denn es lag tatsächlich am Discord bis jetzt. Nehme ich an, dass es am Discord lag. Sagen wir so. Weil das Problem ist halt, ne, dass zwischendurch ja Tonaussetzer da waren. Ne, das ist nicht mehr der Fall gerade. Alles fein. Heißt, ich musste die HD60 nicht mehr neu starten. Das einfach quasi Tonkanal auf dem Discord aus. Das heißt, Discord los. Einfach nur als Chat da im Moment. Mehr auch nicht. Oh, was ist denn? Was ist das für eine Rennstrecke? Kenne ich die? Kommt mir gerade so gänzlich unbekannt vor irgendwie. Ist das Le Mans gewesen jetzt oder was? Glaube, die kommt mir von Le Mans bekannt. Ich glaube, das ist die, jawohl. Mich nicht aufgepasst, was wir hier für eine Rennstrecke haben. Hoch. Hat die Kurve vergessen zu fahren, also sowas. Das Gute ist bei dieser Strecke, sie hat eine Menge Geraden, so dass man dran vorbeikommt. Ich bin noch so der. Geradeaus kann ich doch super. Auf Gas geben. So nah wie die blauen Pfeile da oben rechts alle aufeinander sind, ist das genau die Rennstrecke. Gerade denke, wunderherrlich. Ja. Vielleicht vorher mal lesen sollen. Huch! Bin aber spät gebremst. Wupp, waren wir dann vorbei. Wie sagte einer so schön, der Herr Lehmann hat seine eigene Rennstrecke. Wieso? Ja, heißt doch die 24 Stunden von Lehmanns. Witzig, witzig. Schlechtes Wortspiel, ne? So. Schlechtestes Wortspiel ever.
Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Das wäre ganz böse, jetzt abzufliegen. Nicht doch. Mach das doch nicht. Lass das doch. Oder dann doof ist. Holen die anderen mich wieder ein, weil ich entgegengesetzter Strecke weiterfahre oder so. Versehentlich. Demonstriere gerade in beeindruckender oder unbeeindruckender Form, dass ich mich sehr schnell an gerade Strecken gewöhne. Wieder. Jedes Mal komme ich an dieser Kurve zu weit raus. Auch schon geschafft. Ich muss an den Dämpfern ein bisschen was einstellen. Der nicht so schlingert.
Na. Eigentlich ist das eine wundervolle Strecke. Wenn ich ein bisschen besser drauf bleiben würde, wäre die sogar noch viel besser. Hey, ich habe die Kurve mal so genommen, dass ich drauf geblieben bin auf der Strecke. Wunderbar. Nicht seltener Vorfall. Man gewöhnt sich ja auch so langsam ein bisschen an die Strecke. Nee, hier war das mit dem Rausrutschen. Das konnte ich immer noch. Andere Kurve war das. Für drei Rennautos. Hol den Nissan Skyline. Meine Güte, da kannst du nach dem Rennen noch mit nach Hause fahren. Und so die Kennzeichen wieder dran schrauben. Ne? Wunderbar, wunderbar. So muss das. So. Dritte Rennen durchgezogen. $60.000 im Sack mal wieder. Kein sauberer Rennbonus. Sind nochmal empfindlich. Nur wegen dem bisschen RAM. So. Ein bisschen von der Strecke fahren. Okay. Das hier. Und das nächste. World GT Series Gruppe. Oh, jetzt gucken wir nochmal. Das ist jetzt Mount Panorama, die Mount Panorama Show. Jawohl. Was sagt euch Mount Panorama? Wundervolle Rennstrecke durch die Berge.
Das zum einen. Anderen. Eine Strecke, bei der ich schon sehr gut durchgekommen bin, bei der ich aber auch schon sehr gut versagt habe. Deswegen schauen wir mal, was jetzt passiert. Und da hebt er wieder ab. Mache ich da immer an der Stelle. Oh, ich habe da was hinter mir. Wollte vielleicht mal ein bisschen Tempo machen. Die fanden mein Überholmanöver nicht so upsa, nicht so prickelnd. Linke. So, okay. Und der nicht rum wollte, die Straße ist nass. Kommt hier wieder so ein kleiner Trick. Großer Griff in die Trickkiste. Ah, genau. Und dann auch noch verkackt. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich wieder komplett abfliege hier. Bremsen. Um. Weiter bremsen. Das nämlich nicht mache, dann gleite ich quasi übers Feld. Erste Runde gelaufen. Das Hauptfeld. Das Hauptfeld eingeholt. Mal hinten drauf geklatscht, das ist natürlich gut. Also wieder kein sauberer Rennbonus. Genäht. Hallo. Bremsen auf dem Stück. So.
Ja, dann. Macht ihr denn hier? Parallel cruisen durch die Berge oder was? Nicht funktioniert, was ich vorhatte. Ich wollte ursprünglich innen reinfahren und dann so lange daneben bleiben, bis der quasi in der Kurve kapitulieren muss. Kann nicht funktionieren. Naja, machen wir es. Und bremsen. Und da ist er wieder. Wunderbar. Ganz klasse. Hat aber auch einen Zug, ey. Krass ist der schnell. Das ist der dritte. Nur der dritte. Also stelle gerade fest, dass ich in den Bergen oben nicht wirklich pumpen kann, weil alles zu schmal ist, um zu überholen und so weiter. Der Versuch. Netter Versuch, so. Kann man hier mal frei fahren an der Stelle. Ganz dumme Nummer. Schnell man sich auf so einer Wiese drehen kann, das haben wir ja schon öfter am eigenen Leib erlebt, ne? Dann sind auf einmal wieder ganz viele Autos an einem vorbei. So, das ist jetzt Runde Nummer 4. Also ich muss mal langsam gucken, dass ich den da vorne einpacke. Erstmal näher kommen. Kurve. Also wird das nichts. So wird das nichts. Da war er wieder, der Gierlapp. Da war ich wieder gierig. Da wollte ich unbedingt an der Stelle dran vorbei. Statt einfach noch zu warten und die nächste Runde zu nehmen oder dann die nächste oder übernächste Kurve oder was auch immer. Noch Zeit. Ne? Hier geht auch noch was, guck mal. Wir komplett sparen können die Nummer da dran. Außerdem sind wir hier in den Bergen. In den Bergen kann man immer sehr gut mal ein bisschen blockieren.
Und machen was wir vorhin auch. Und straight durch, ne? So, einmal durchs Ziel. Ach, meine Güte. Was ein krasses Teil, ey. Die schenken ja aber wirklich nichts, ne? Also, muss da wirklich, ne? Also, mangels dem einen oder anderen kleinen Skill hier, mit harten Bandagen ran und alle Tricks ausnutzen, die da sind, ne? Aber als erster durchs Ziel gekommen. Das heißt, in diesem Rennen oder in dieser Serie jetzt insgesamt erster zu werden, nach Punkten sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Selbst wenn ich gleich einfach bei Start und Ziel parke. Und beim nächsten Rennen ist es lange nicht gesagt, dass ich an allen vorbeikomme, weil Nürburgring. Ist Nürburgring ist mein Ding, ne? Das ist mein Ding. Da kann ich wirklich hervorragend komplett versagen. Air Driving Tour, Freude am Fahren, juhu. Ja, Freude am Fahren habe ich in der Tat. Aber auf einer anderen Strecke bitte. Oh Mann. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dass man immer als Letzter startet gegen die KI? Erstmal rantasten hier wieder, ne? Ja, genau. Was war das? Was? Was hab ich gemacht? Hab ich für ein Blödsinn gemacht? Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Warum habe ich die Kurve nicht gekriegt? Jetzt nochmal. Jetzt machen wir das nochmal.
krass aus, wenn die Funken da hinten rausschlagen, ne? Ausgebremst. Die nix, ey. Das ist die Rennstrecke gar nicht. Echt jetzt? Aber Nacht ist es echt übel. Hab gedacht, das wäre das schon mies, aber nachts, boah, da siehst du ja gar nichts hier. Okay, das Rennen ist gelaufen, glaube ich. Und wenn der 16. schon so viele Schwierigkeiten macht, ne? Was aus. Nicht Gas geben, einfach durch. Warte mal. Wieder auf die Strecke, so. Ja. Mann. Hat doch gar nichts vom Bremsen. Okay. Erstmal hinter mir die Strecke blockieren, ne, mit meinem Gegner. Also, sie hat weder was mit Pferd zu tun, noch mit Rennen, noch mit Möglichkeiten. Das ist Mission Impossible, was ich hier mache. Also, ja, normalerweise wäre dieses Auto schon komplett zerstört. Ja, das würde gar nicht mehr fahren. Das hätte keine Räder mehr wahrscheinlich. Nur um das mal so darzustellen, ja. Komme ich wieder nicht vom Rand weg? Wieder halt rutschen, ne? Wieder hätte ich mal vom Gas gehen müssen. Aber woher soll ich das wissen? Da steht nichts von vom Gas gehen. Da steht nur Bremsen. An den richtigen Stellen. Mehr auch nicht. Ups. Und wieder. Ich kann diese Strecke nicht. Überhaupt nicht. Aber ich bin halt... Alter, schon wieder. Bin halt gezwungen, sie zu fahren, ja, und dann kommt halt sowas dabei raus. Weiß auch nicht, wieso das jetzt auf einmal, wo ich jetzt auf einmal hier so
abdrifte, ob das an dem hinter mir liegt, dass der mich irgendwie anschiebt oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich jetzt gerade nur schwer ausmachen. Kann natürlich sein. Das ist so ein Rennen, einfach mal weggucken, Leute. Das ist, bringt überhaupt nichts. Ja, vor allem, ich muss zwei Runden fahren hier. Zwei. Nicht nur eine. Und gucken, ob das Auto dann überhaupt noch funktioniert. Und ja, immer noch in Runde 1, ne? Disaster One. Sagen. Aber ein Vorteil, es wird heller. Ich kann die Strecke wieder sehen. Ich nehme es einfach, dass ich mit dem Skyline tatsächlich auf dieser Strecke viel zu schnell bin. Ah, so schnell über die Hügel, dass ich im Gegensatz zu meinen Gegnern da abhebe. Dann passiert eben genau das. Das Auto gerät außer Kontrolle oder du kannst es halt an den Stellen, wo du normalerweise lenken müsstest, nicht mehr lenken und so. Das kommt noch mit dazu, also zu meiner besonderen Fähigkeit hier. Ging er nämlich hinten jetzt schon wieder weg, Kadamek. Jetzt haben wir eine lange Gerade, jetzt kann ich wieder abhängen. Und theoretisch vorne aufholen. Und das ist erst Platz 10 vor mir. 10, ne? 10. An, genau, richtig. Ich habe es ja auch gemacht. Hat ja recht. Ich habe ihn ja auch geärgert, ne? Aber das Schöne ist, ich sehe jetzt wenigstens die Rennstrecke wieder. Ja, vorhin, erste Runde, quasi Anfang erste Runde, da war es ja noch dunkel. Eigentlich so wirklich gar nichts wahrgenommen hier. Ich bin nicht gewohnt, dass das so dunkel ist. Normalerweise ist keine Nacht bei mir so dunkel, wie sie hier im Spiel dargestellt wird, weil ich sehr gute Augen habe. Und entsprechend halb dunkel für mich eigentlich noch Tag ist und ganz dunkel oder auch Mond ist für mich dann erstmal so halbdunkel. Das, was hier so als Nacht dargestellt wird, das kenne ich eigentlich gar nicht. Diese mega schlechten Sichtverhältnisse. Ui.
Oh, das hatten wir doch vorhin schon mal. Nur ein paar Plätze weiter hinten, ne? Ums. Du denn? Also. Nicht mal ein Warstein hier. Wieder aufs Heck. Wieder aufs Heck. Jetzt auch mal. Ich mache das jetzt auch mal wieder. Einfach mal so fahren, als wenn die gar nicht da wären. Ich glaube, eine andere Chance hier irgendwie auf eine einigermaßen anständige Platzierung kommen zu kommen, habe ich gar nicht. So. Die werden jetzt einfach kaputt gefahren hier. Machen es mit mehr, oh, machen es mit mehr eigentlich auch. Und wenn mal irgendwo eine lange Gerade, weiß ich wohl. Wieder schon, weiß ich nicht. Gucken. Den noch nicht. Immer so ziemlich zum Schluss, da war noch mal so eine schöne lange Gerade. Und wieder weg. Jetzt ist sie da. Unfassbar, unfassbar. Diese Strecke kann ich überhaupt. Wenn ich die jetzt alleine fahre, bin ich hier viel langsamer unterwegs, natürlich. Ja, aber dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht in der Lage, hier was anderes zu machen wie den letzten Platz. Wollen wir natürlich nicht. Bei allen Umständen vermeiden. Hier gibt das hier schönes Crash-Karren.
abgehoben. Merkt. An der Stelle habe ich wieder abgehoben. Mann. So, lange Geraden. Warum sind hier nicht mehr lange Geraden? Doch so schön. Sicher. Ich glaube, ich habe die Karre so zu Brei gefahren. Hat überhaupt keine Flügel mehr, nichts mehr. Deswegen bleibt die auch gar nicht mehr auf der Straße, selbst auf der Geraden nicht mehr. Unfassbar. Okay. Ich hätte den vierten Platz machen können, aber den achten. Boah. Bin ich froh, dass der Käse rum ist. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich das Rennen gar nicht gefahren. Aber gut, das will ich ja außerhalb dessen, was man hier, ne? Was man hier machen kann. Oh, es gibt wieder drei Autos geschenkt, sozusagen. Eins von drei und ich nehme wieder die Mitte. Porsche Carrera GT von 04. Wunderbar. Sehr gut. Oh. Dieses Desaster brechen wir sofort ab. Da wird nichts wiederholt, nichts gespeichert. Und ich will auch nicht sehen, wie das Auto nachher ausgesehen hat. So. Alle 15 Strecken sind da. Theoretisch könnte das jetzt eigentlich sozusagen unser letztes Kaffee-Menü gewesen sein. Das weiß ich aber nicht. Der sieht ja schick aus. Ne? Ein 6-Sterne-Roulette-Ticket. Lass mich raten, 5000 Euro, 5000 Credits, so, wenn ich das gleich aufmache. Echt jetzt? Da bin ich nicht so überzeugt von. So, kommen Sie jederzeit wieder und sehen Sie sich ein Angebot an Autos an. Ich glaube, Sie sind bereit, die Teile zu kaufen, die Ihnen gefallen. Ja, alles gut. Glückwunsch. Eine gefühlte Ewigkeit her. Also das war die National B Lizenz, genau. Wünsche aus Chile. Ah, okay. Er verbessert. Das ist schön.
Wenn ich sehe, dass Fahrer sich verbessern, ist klar. Und dann guckst du mal das letzte Rennen an und denkst dir nur so, Alter, der sitzt zum ersten Mal hinterm Lenkrad, oder? Gott. Ja, Baguette mag ich. Ja. Das ist übrigens eine gute Idee gleich, Baguette zu essen. Okay. Aber das ist jetzt aber eine Menge, wie sagt man, ne? Eine Menge um Bart gegangen hier. Trommelwirbel. So das Rennen, aber nicht das letzte. So. Ja. Aber ach so, eine wertvolle GT-Erinnerung. Es war eine Ehre, mit Ihnen rennen zu fahren. Das sind die ganzen Fahrer, die ich quasi so weggebrettert habe. Okay. Ist das krass? Das ist ja ein cooles Auto. Darf ich das auch mal fahren? Den würde ich gerne mal fahren. So ein richtiges cooles Oldie-Rennen so. Wie heißt der gute Gallo? Okay. Ara. Die Pause. Ne? Fahrtechniken sind nie perfekt. Vor allem gerade nicht meine Wahl. Eieieiei. Mann, Mann, Mann. Stimmt, Gran Turismo bedeutet große Fahrt. Große Reise, dachte ich, heißt es. Aber gut. Ah, der Nimble. Da will ich aber jetzt nicht hinreisen. Ich habe keine Rakete. Übrigens nicht abbrechbar gerade. Jetzt. Abspann? Hallo? Bin zu Ende. Oder was? Ah, so, jetzt habe ich es. Jetzt konnte ich es abbrechen. Wunderbar. So, Menübuch, das war jetzt das letzte, ne? Ach so, das sind jetzt die ganzen Menübücher, die ich gemacht habe. Die liegen jetzt hier im Archiv. Meine Güte. Eine Menge Zeug hier. Nicht schlecht. So, und da ist kein aktuelles mehr. Okay, Mann. Ja, nicht schlecht. Aber wir haben ja noch was einzulösen. Ne? Erstmal noch was zu gucken, natürlich. Da gibt es was zu gucken. Oh, hier da. Der Carrera GT. Sehr schönes Teil. Dann haben wir natürlich noch hier unser 6-Sterne-Roulette-Ticket. Jetzt bin ich gespannt.
Das Einbauteil bestimmt. Nee, die Kohle, meine Güte. Wie ist denn das? Eine Mille. Cool. Damit kann ich genauso viel anfangen wie mit dem Fahrzeug. Wunderbar. Hervorragend. Ja, wunderbar. Ja, sehr gut. Also, mal kurz einen Blick auf die Uhr. Ich gucke mal, wie lange wir gerade schon hier sind. Auch schon knapp 8 Stunden hier dabei. Ich glaube, wir werden hier zum Abschluss noch, normalerweise wäre jetzt wieder Pausenzeit, aber wir machen das jetzt ein bisschen anders. Ich gehe jetzt mal zu Auto GT und ganz kurz das machen, was man machen sollte, wenn man was gefahren hat, wie ich das gerade gefahren habe. Ölwechsel machen. Das Öl wieder auf hervorragend ist und natürlich eine Autowäsche. Sieht man sogar richtig. Wagen war jetzt relativ matt nach der Autowäsche, ne? Ja. Eigentlich musste er erstmal restauriert werden, wahrscheinlich nach dem Nürburgring. Und jetzt ist er wieder, ne? Ja, lass uns nochmal unterlegen in ihre Autos gucken, ob sich da was getan hat inzwischen. Das kann ja sehr gut sein. Ist eingeschränkt lieferbar. Eingeschränkt lieferbar, aber die sind alle viel zu teuer, diese Fahrzeuge. Ich. Ja, sagen wir setzen uns mal in ein schnuckliges Gefährt und fahren noch eine Runde. Wieder jede Menge schöne Autos. Der hat richtig Spaß gemacht, kann ich nicht anders sagen. Der war richtig cool. Noch im Angebot. Haben wir schon den Chaparral gefahren heute? Ich glaube auch nicht, dass ich den schon mal demonstriert habe. Wir machen das mal. Genau, Fahrzeug wechseln natürlich. Also, da habe ich ja schon, bin ja schon drin. Dieses Fahrzeug ist, also man würde jetzt annehmen, dass da jemand so drin sitzt, richtig, ne? Nein, das ist tatsächlich nicht so bei dem Fahrzeug. Ich habe mir das Video dazu angeguckt und in dem Video dazu sieht man, dass man da drin auf dem Bauch liegt. Das heißt, nach rechts und links hinten kommen die Beine. Und nach rechts und links vorne kommen die Arme und dann liegst du quasi in diesem Teil drin. Würde ich ja gerne mal machen, sage ich mal. Funktioniert irgendwie nicht so ganz. Einmal nach Erika würde ich sagen und schnappen uns auch mal die Try Mountain. Ja, ist eigentlich eine sehr schöne Strecke, um das Ding hier mal zu demonstrieren. Ich glaube, das darf ich nicht fahren. LP ohne Limit, doch. Kategorie Gruppe B. Schade. Okay. Machen wir ein Zeitrennen. Dann starten wir mal. Muss mich wundern, der hört sich wirklich so an. Eure Lautsprecher sind nicht kaputt.
Er zischelt nur so. Du kannst einfach mit diesem Teil wahnsinnige Kurvengeschwindigkeiten fahren, solange du schnell genug bist. Weil er einfach sagenhaft Andruck auf die Straße bringt und im Prinzip nichts wiegt. Upsa. So, eine Runde mit dem Chaparral und jetzt natürlich, weil es dazugehört, muss hier sozusagen hinfahren und eine Runde gucken. Wollt ihr gerne nochmal den XVGT sehen in der entsprechenden Kategorie zum 600 fahren, sage ich mal. Also, ja. Ja, eben, ich hatte es ja halt geschafft, diese Trophäe zu holen, ne? Fahre 600. Und das war halt gar nicht so einfach. Ich kann das gerne machen. Wer da selbst doktern möchte, wie er das Fahrzeug auf 600 kriegt, der darf gerne die Augen gleich zumachen bei den Einstellungen. Ansonsten einfach mal gleich gucken und dann passt das. Aber erst nach dieser Runde. Bei diesem Fahrzeug, wenn er so vorbeifährt und knistert hinten dieses Ding da, ne, und so, dann denke ich mir immer so, ich erwarte das gleich irgendwo so, dass es irgendwo anfängt zu blitzen, ja, und dass auf einmal so ein Tor aufgeht und wupp, und ab in eine andere Zeit. Da bin ich abgekommen, okay. Also das Ding ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Weil du kannst eine spezielle Kurve, sage ich jetzt mal, kannst du mit 130 fahren, du kannst sie aber auch nur mit 70 fahren und dazwischen ist nichts. Entweder du fährst das Ding mit 130 und bleibst auf der Straße oder du fährst es mit maximal 70 und bleibst auf der Straße und alles, was dazwischen ist, ist Abflug. Total krass, das Ding. Weil das einfach nur durch seine Flügel auf der Straße gehalten wird und ja, ohne Andruck bzw. ohne Geschwindigkeit zu viel oder zu wenig Abtrieb und weg. Total irre. Macht aber richtig Spaß. Ja, dann schnappen wir uns nochmal den XVGT. Machen wir es einfach spaßeshalber und gehen auf die Projekt X-Strecke. Erstmal das Fahrzeug wechseln wieder. Dodge SRT Tomahawk XVGT. Ziemlich böses Teil, aber
So wie er da steht, er circa 585 bis 590. Er ist nicht drin. Brauchst du natürlich eine gerade Rennstrecke. Und am besten ein bisschen Sonne. Zuckst einmal an der Lenkung und der reißt in irgendeine Richtung. Das ist echt total gewöhnungsbedürftig, diese Sache. Flugzeug, passt wohl besser. Ja, man sieht jetzt hier, wie schnell fahren wir. 577. Jetzt geht das. Quasi einmal bergauf. Dahinter kommt ein Backup-Stück. Und dann geht das Ding ab. So. Also 380, 300, 580, 585. Ja, so ungefähr. Aus und gehe noch mal in die Fahrzeugeinstellung. So, hin. Solche Einstellung. So, wie gesagt, Spoilerwarnung. Ich stelle das Fahrzeug jetzt so ein, dass es 600 fährt. Hier Aerodynamik Abtrieb. Kannst du nichts einstellen. Geht nicht. Motorsteuerung kannst du nur runter machen. Getriebe kannst du vergessen. Egal was du da einstellst. Das Einzige, was runter geht, ist die maximale Drehzahl. Aber die Kraft, um die letzten 15 km/h zu überwinden, hat er nicht. Zumindest nicht so. Jetzt kommen wir zur Sache. So, jetzt machen wir mal hier oben kurz. Üben. Zwei, so, wunderbar. Und dann klappen wir uns nee, das war verkehrt. Moment, Moment. Stopp, stopp. Die Seite löschen. Die Einstellung Seite 1 duplizieren, weil ansonsten geht er mit Standardeinstellung ran. Seite duplizieren so. Jetzt brauchen wir die Fahrzeughöhe. Wo ist sie? Da. Höhe der Karosserie. Na genau. So war das und dann raus. Du musst wirklich vorne hinten Angleich schaffen. Bitten. Erst dann hat er genug Kraft, also hat er nicht mehr so viel Strömungswiderstand, weil du die Spoiler eben nicht justieren kannst. Ja, der hat ja in den Heckspoiler vorne in den Frontflügel und. Du kannst es eben nicht riskieren bei dem Auto. Mir nicht. Also manuelle Einstellungen sind da nicht möglich. Und ich glaube, du kannst dem auch keinen anderen Heckflügel verpassen.
Den du dann manuell einstellst. So, guck mal, jetzt bist du schon mal bei 595. Und auf Hochdeutsch gesprochen, da ist der Hintern erstmal zu. Da geht er gerade nicht. Jetzt hier einmal hoch, jetzt geht es hier einmal über den Hügel. Und jetzt nicht mehr groß lenken am besten. Na, mal gucken. Haben wir zu viel gelenkt. Das war nichts. Nochmal. Ich hätte da oben nicht lenken dürfen, an der Stelle. Das hat ihm jetzt den letzten... Ah, ich sehe es gerade, warte mal. Da. Die Stabilitätskontrolle war es. Ja, die drosselt das Fahrzeug so, dass du eben nicht irgendwo raus... Ja. Ich sag mal so, dass er nicht in Schlingern gerät oder was, aber jetzt sehe ich wieder was. So. Korrigieren und jetzt auf dem Backup-Stück schön geradeaus gehen lassen. Ja, nicht. Das nennt man Vorführeffekt. Ah, Krise. Warum ging denn das nicht? Warum, warte mal, was habe ich denn getan? Was hatte ich denn getan, damit das funktioniert hat? Ja. Ich weiß es wieder, ich weiß es. Traktionskonten, nee, das habe ich angelassen. Das habe ich tatsächlich angelassen. Würde aber wahrscheinlich reichen, wenn ich die Traktionskontrolle ausschalte. Würde da tatsächlich voll und ganz reichen. So. Weil die ja auch nochmal Leistung wegnimmt, wenn da irgendwas am Schlingern ist oder so. Und der schlingert natürlich ein bisschen, ne, weil der... Das ist jetzt Trick 17 mit Selbstveräppelung. Ne? Was habe ich denn? Irgendwas hatte ich noch geändert. Aber es geht wirklich nur auf dem Backup-Stück. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja. Es kann sein, dass der. Hatte überlegen, es kann sein, dass der noch zu viel Grip hat im Boden. Da muss noch ein bisschen was bearbeitet werden. Ich brauche noch mal die Fahrzeugeinstellung. So genau, jetzt weiß ich wieder. Vierte Einstellung und ging auf 72. Eck ging auf 70. Tatsächlich 2 mm tiefer.
Das war nämlich der ganze Trick an der Sache. Auf die Weise kriegt er quasi ein bisschen noch ein bisschen weniger Bodenhaftung. Ja, er hat ja die Flügel, die ihn runterdrücken. Die Weise drücken ihn die Flügel noch weniger runter. Da halt ein bisschen senkrechter ist, sage ich mal. Also ein bisschen bergauf fährt, sage ich einfach mal grob. Kennt man ja. So ein umgedrehtes Kalferwerk. Man sieht jetzt schon, er fährt jetzt schon 598. Jetzt geht das halt bergab und jetzt hat er halt auch die über 600 erreicht. Ja, 602 überanhängerisch. Schon ist er wieder unter 600. Einziger Nachteil ist natürlich, ihr müsst natürlich jetzt tierisch aufpassen, was man macht. Ne? So Hochgeschwindigkeitsstrecke ist eine schöne Sache, aber wenn man dann hier einmal falsch lenkt und der hat eh gerade nicht so den Beandruck, dann der auf einmal ab. Gerade am Überlegen, was wohl passieren könnte, als wir dieses Fahrzeug hinten noch ein bisschen weiter runter. Ne, hinten weiter runter geht ja nicht, hier ist ja schon ganz unten. Sagen wir mal vorne noch zwei höher machen. Gibt er dann ganz ab? Guck mal, der hat jetzt auf der ebenen Strecke 604. Das habe ich noch nicht geschafft. Das ist jetzt tatsächlich Premiere. Coole Sache. Okay. Ich glaube, das passt. Auf ebener Strecke. Wunderbar. Also nicht nur mal ganz kurz, sondern auch über ein längeres Stück. Ich glaube, auf der anderen Seite geht es leicht bergauf. Hier geht es nämlich irgendwie knapp oder so. Und deswegen. Das hat getan. Das heißt aber auch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, eventuell einen neuen Rundenrekord zu fahren. So, ja, dann schauen wir doch mal. 03. Ah, beste Zeit ist okay. Also 30, ja, 03, 33, 273. Jetzt gehen wir noch mal hier raus. Na, bei der Geschwindigkeit eine leichte Lenkbewegung und dann zieht der ganz böse in irgendeine Richtung. Da darfst du den Controller echt nicht verreißen. Naja, da hat er auf jeden Fall seine Geschwindigkeit erreicht. Und ja, das ist auch tatsächlich die beste Zeit damit. Das ist tatsächlich die beste Zeit. Guck mal, der mit dem Chevrolet Chaparral, also den wir gerade hatten auf der anderen Strecke. Da beim Mountain war das. Eine Minute länger. Eine Minute. Echt total krass. Und jetzt machen wir noch mal
Heben wir den mal noch höher vorne. Ich will den jetzt so lange vorne anheben, bis er wegfliegt. Geben ihm noch zwei mehr vorne. Das heißt, noch weniger Andruck durch die nicht verstellbaren Flügel. Ja, die gehen ja nur beim Bremsen hoch, ansonsten sind die ja fix eingestellt. Bin ich gespannt. Vielleicht fährt er jetzt auch bald auf 600. Oder er fährt gar nicht mehr. Er fliegt. Oh. Dammruck. Olaf fliegt mir gleich aus der Hand. Hallo. Ich kann mich irren, aber ist das jetzt schlecht? Nee, 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 nee. Bisschen besser. Auf der Gegengeraden gab 604. Weil das ja hier anscheinend bergauf geht, vielleicht sinnvoll, damit noch einmal auf die Gegengerade zu gehen. Ob er da jetzt mehr bringt oder nicht. Bringt jetzt auf jeden Fall 599. Das heißt, durch den noch etwas weniger Andruck ist wieder ein Kammer mehr rausgekitzelt. Eins. Kontrollierbar die Kiste. Kurve mit knapp 600. Du merkst schon, wie er am Bocken ist. Ja, aber auch jetzt nur 604. Das ist da eigentlich nur. Hallo? War 600. Das ist. Aber 605. Gerade ganz kurz, hast du gesehen? Hat gezuckt. Hedewitzka. Also jetzt noch durch die nächste Steilkurve und dann haben wir noch wahrscheinlich eine noch etwas bessere Rundzeit. Weil er am Anfang mehr ist und ich bin hinten nicht vom Gas gegangen. Ausgesetzt, ich überlebe diese Kurve. Ihr seht ja, was auf dem Bildschirm los ist. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was gerade in meiner Hand los ist mit dem DualShock. Nicht einmal der Controller weg. Jo, Tatsache. Noch eine Sekunde schneller. Mehr als eine Sekunde sogar. Ja, so muss das. Lassen wir das mal wieder, das Streckenteil. Ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir jetzt auch mal hier die Segel streichen. Ich bin jetzt seit etwas mehr als 8 Stunden dabei und allmählich plagt mich doch ein leichtes Hümmerchen. Denke mal, jetzt erstmal schließen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch aufs Allerschärfste fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt einen super angenehmen restlichen Sonntag.
Lasst es euch gut gehen und ja, wir sehen uns beim nächsten Stream, wenn ihr möchtet. Bleibt gesund und vorsichtig. Bye bye.